Politik ist mir egal. Mir ist wurscht, was im Rathaus passiert. Auch wenn du so drauf bist, dieser Podcast interessiert dich bestimmt. Und gleich nochmal. Wie schnell ist doch ein Jahr vorbei und schon ist wieder an der Zeit, dass der Christian einen Podcast für euch zusammenschneidet. Ja, herzlich willkommen zum Jahresende, Feiertags, Christbaum, Weihnachten, Silvester Spezial. Heute ein Podcast vom Feinsten. Deshalb habe ich mir auch heute für den Inhalt ein bisschen was anderes überlegt. Ich erzähle euch natürlich am Anfang was über die letzte Gemeinderatssitzung. Aber dann habe ich sowas wie einen Jahresrückblick für euch vorbereitet und natürlich auch einen Ausblick auf das nächste Jahr. Danach stelle ich euch zwei verschiedene Streiche vor, die am Sommerberg passiert sind. Und zum Schluss antworten auch nochmal zwei Gemeinderäte, so wie beim letzten Podcast, auf meine Fragen. Die Gemeinderatssitzung im Dezember hat eine relativ lange Tagesordnungsliste gehabt. Durchgekommen sind wir nicht. Leider haben wir abgebrochen nach dem dritten Thema. Ungefähr 4 Stunden haben wir diskutiert, haben auf alles Mögliche geachtet, was die Ämter so sagen, was die Bürger so sagen, haben abgestimmt, aber irgendwann war dann auch die Luft raus. Es ist hauptsächlich um die Themen Obereck und Hundheim gegangen und wie und wann da gebaut werden soll, darf. Aber ich glaube, das hat jetzt hier von der Zeit her einfach keinen Platz, das alles nur mal zum Erzählen und nur mal aufzurollen, weil im Grunde war nichts unwichtig. Also wir haben 4 Stunden diskutiert und es war ja nicht die erste Sitzung zu dem Thema. Also falls jemanden von euch dieses Thema Bauen am Sommerberg im Allgemeinen und in Hundheim und Obereck im Speziellen interessiert, bitte schaut's auf die neue Homepage sommerberg.de. Unter der Rubrik Berichte und Rückblicke findet ihr auch das Protokoll von der Gemeinderatssitzung. Da steht dann alles nochmal ein bisschen genauer aufgedröselt drinnen. Und nebenbei könnt ihr euch auch wirklich die neu gemachte sommerberg.de Homepage anschauen. Die schaut jetzt wirklich modern und ansprechend aus. Ja, wie ihr alle auch, war ich ja auch live dabei im Jahre 2020. Ich habe das ganze Jahr mitgekriegt, aber irgendwie, man kann sich ja immer, wenn es dem Ende des Jahres zugeht, eigentlich nur noch so an die letzten paar Wochen erinnern. Das überlagert irgendwie alles. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich bladel einfach mal alle alten RSZ durch. Also in der Rodorf-Sommerberg-Zeitung, da steht ja eigentlich immer so das meiste, was man über den Sommerberg wissen muss und was hier Roman passiert ist. Das habe ich gemacht und habe währenddessen mal irgendwie Gott sei Dank kurz vergessen, dass Corona gibt, weil zum Beispiel in der Januar-Ausgabe, da sieht man noch Fotos von Weihnachtsmärkten, Berichte von Messen und Vereinsaktivitäten, die Schützen haben da ja noch Jahresschießen gehabt oder so, es hat Fußballturniere gegeben, alle Menschen, die man auf Fotos so sieht, die lachen und haben keinen Sicherheitsabstand natürlich. Das Neujahrsablasen war gerade. Auch im Februar haben wir noch nichts gespannt von Corona. Da war der Kinderfasching, der Skiausflug, der Sparkassencup, das Preisschaufkopfen im vollbesetzten Handballsaal, wo alle dicht auf dicht den Nachbarn ausschimpfen. Was auch, glaube ich, dieses Jahr ganz groß war, die erste Erwähnung kriegt die Postkutsche. Der Sommerberg als Gemeinde ist 50 Jahre alt. Die 4 Teilgemeinden sind 1970 eingemeindet worden und das muss man natürlich jetzt groß feiern im Jahr 2020. Aus diesem Grund soll diese Postkutsche entstehen. In der Märzausgabe, da ist dann Fasching angesagt. Auch am Sommerberg waren Faschingsbälle. Ihr wart wahrscheinlich auch irgendwann mal im Fasching unterwegs. Das war ja zumindest am Anfang nur recht lustiger Fasching. Die WSV Skivereinsmeisterschaft bzw. die WSV Olympics sind abgehalten worden. Da ist mir ein besonders lustiges Foto aufgefallen. Da sind die ganzen jungen, wilden Skifahrer ganz spärlich bekleidet, nur mit Skihosen und so einem Trikot oder Unterhemadl, stehen da dicht nebeneinander. Also die coolen Jungs vom Sommerberg, die kennen einfach nichts. Keine Kältegefühl, nur Hunger und Durst. In der April-Ausgabe schaut es noch relativ normal aus, aber mei, da sind natürlich auch die Ereignisse vom März beschrieben. Ja. Plötzlich im Mai hat man gesehen, jetzt hat Corona uns alle brutal getroffen. Keiner hat mehr gewusst, was los ist.
Keiner hat mehr gewusst, worüber man berichten sollte. Das ist wohl die dünnste RSZ ever. Ab dann sieht man in der RSZ nur noch Fotos mit Abstand. Alle haben sich da wirklich vorbildlich druck gehalten. Leider gibt's dann auch keine Berichte mehr über Veranstaltungen. Den ganzen Sommer im Grunde war nichts los. Also zumindest in der RSZ ist nichts berichtet worden. Irgendwann im Sommer ist dann ja wieder losgegangen. Da sind die Zahlen sind wieder ein bisschen nach unten gegangen und es ist wieder früh erlaubt worden. Es sind die ganzen Veranstaltungen zwar schon abgesagt gewesen. Trotz allem war ja besonders am Wochenende, aber im Grunde auch unter der Woche, war bei jedem Wetter, ob jetzt Ski oder nicht so Ski, im Sommer brutalst viel los. Die Wanderparkplätze waren zugeparkt, es hat Wildparker gegeben, in der Felsen unten haben die Leute geparkt. Sie haben sogar ausweichen müssen auf dem Gehweg vor dem Dorfcafé. Na, Schmarrn, das ist ja normal. Es war einfach brutalst viel los. Das ist also eine Erscheinung von 2020. Plötzlich sind so Individualsportarten wie Wandern, Campen, Biwaken auf dem Gipfel, Radlfahren, E-Biken und so weiter, ist wahnsinnig im Kämmer gewesen. Weil man muss auch daran denken, die Leute, die normalerweise eine Woche lang nach Malle gefahren waren, um sich volllaufen zu lassen, die haben halt auch daheim bleiben müssen und sind teilweise dann halt auch als Tagestouristen zum Sammerberg raufgekommen. Ein Wehmutstropfen im Sommer war das geschlossene Kiosk am Schwimmbad. War oft schön Wetter, oft hat man ans Schwimmbad gehen können zum Bahn, aber der Kiosk hat aufgrund von Hygienevorschriften leider zubleiben müssen. Hoffentlich funktioniert es im nächsten Jahr. Ja, und dann geht's zu dem Ende des Sommers zu. Wie gesagt, es ist wieder früh erlaubt gewesen. Die Fotos schauen wieder normal aus. Zum Beispiel ein Tennisturnier. Die Sammerberger Knaben haben einen Meistertitel schon wieder gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Fußball ist auch wieder möglich mit so einer ganz komischen Liga. Das wisst ihr Fußballer besser, wie das gelaufen ist. Im Oktober hat sich dann jeder schon auf Corona eingestellt. Zum Beispiel haben Kirchenmessen im Freien und mit Abstand stattgefunden. Der Kindergartenumzug, der ja fürs neue Schuljahr geplant war, ist fast erfolgreich. Die Kinder und das Personal waren bereit gewesen. Leider hat es einen Wasserschaden gegeben, der den 100%igen Umzug verzögert hat. Aber das wird schon noch. Es hat ja dieses Starkregenereignis gegeben, wo diese witzigen Fotos entstanden sind, wo man plötzlich Schlauchboot fahren hat, Kinder in der Felsen oder Stand-up paddeln auf dem Moserboden. Die Schule hat wieder angefangen, nach die Sommerferien. Mei, es geht relativ normal los. Im Bus muss man die Masken aufhaben, aber das ist nur verschmerzbar. Dann die Wintermonate hat es zwar wieder relativ normale Berichterstattung ohne Veranstaltungen gegeben, aber da hat es auch wieder einen wahnsinnig großen Wehmutstropfen gegeben, weil im November hätten wir eigentlich gern den Jugendtreff eröffnet. Ja, endlich gibt es ein paar Jugendliche, die da rein wollen, aber einmal waren wir drin, haben das angeschaut, haben den hergerichtet ein bisschen. Im November war der Lockdown light, im Dezember war Lockdown gescheit, Jugendtreff war nicht mehr möglich. Wenn man jetzt das so abschließend betrachtet, also besonders gefällt hat, nicht nur mir, sondern alle anderen und auch der RSZ so auflockernde Berichte über zum Beispiel das Rosenheimer Herbstfest, über Dorffeste, über mal eine Zeltparty, über Waldfest im Burwald, Konzerte und Vereinsveranstaltungen. Trotz allem, man muss genießen, was geht. Vom Schimpfen wird's nicht besser. Ich mag aber wahnsinnig gern einen Spruch vom Karl Valentin, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hat mal gesagt, ich freu mich, wenn's ringt, weil wenn ich mich nicht freu, dann ringt's auch. Aber für den Sammerberg hat natürlich was gefällt. Die Kindergarteneinweihung, die 50-Jahr-Feier, das war schon wahnsinnig schön gewesen, wenn es hingehaut hat. Die Wahl war ja auch ein Ereignis 2020, die hat noch geklappt, ungefähr einen halben Tag, bevor das ganze Rathaus wegen Corona geschlossen worden ist. Die anderen Sachen muss man einfach nachholen. So, Ausblick fürs Jahr 2021. Oder besser gesagt, Wünsche. Ich wünsche mir, dass wir alle was aus der Corona-Krise gelernt haben. Gegenseitiges Aufpassen aufeinander, Respekt und Feingefühl, wenn es um eine andere Meinung oder um eine andere Einstellung geht und Einigkeit, wenn es um die Gesundheit von Fui geht. Durch die Beschränkungen ist uns alle bewusst worden, auf was man alles verzichten kann, wie zum Beispiel fünfmal in Urlaub fahren oder zu jedem Meeting mit dem Auto fahren oder unsinnigen Konsum. Aber wir haben auch festgestellt,
was wirklich fällt, wenn man es nicht hat. Freund gehen ab. Die Regelmäßigkeit und Struktur von zum Beispiel der Schule, ja, das geht ab. Hoffentlich haben wir 2021 wieder alle Freiheiten, die wir uns vorstellen. Allerdings muss man wie immer bedenken, eine Erlaubnis bedeutet nicht, dass man dann auch wieder jeden Schmarrn machen muss. Also wie ich vorher schon gesagt habe, ein bisschen was kann man ja aus dem Ganzen lernen. Ganz konkret für den Sammerberg wünsche ich mir, der Jugendtreff soll endlich zugänglich sein für Jugendliche. Das hängt ein bisschen von den gesetzlichen Bestimmungen ab, aber sobald das funktioniert, machen wir das. Das zweite, was ich mir wünsche, ist das Partizipationsprojekt zusammen mit dem Tobi Hanisch. Das habe ich ja schon mal in einem letzten Podcast vorgestellt. Sobald das Ganze wieder möglich ist, ziehen wir es durch. So, liebe Leute. Besonders liebe Jugendliche. Erwachsene haben das schon durch. Ich habe nämlich auch viel Schmarrn in meiner Jugend gemacht, wie wahrscheinlich einige, die jetzt erwachsen sind. In die vergangenen Tage sind ein paar Streiche am Sammerberg verübt worden, die verschiedene nicht sein kannten. Ich probiere das Ganze mal einigermaßen wertneutral zu erzählen, bin aber nicht sicher, ob es mir gelingt. Der erste Streich, ich nenne ihn mal Schildbürgerstreich, da hat sich nämlich jemand die Mühe gemacht und hat das Neubayer Ortstafel runtergeschraubt und hat es da hingehängt, wo Törbang anfängt, also statt dem Törbanger Ortstafel. Und das Törbanger Ortstafel hat er noch Neuwier abgehängt. Man hat den Schuldigen natürlich nicht gefunden, der hat sich auch nicht gemeldet, der Bauhof hat es wieder umbaut und alles ist wieder gut. Streich Nummer 2. Weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt, aber vor ein paar Tagen hat es mal ein, zwei saubere Duscher da. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, naja, vielleicht sprengt Zementwerk irgendwas oder ein Wilderer ist unterwegs oder so. Aber nein, ich habe dann danach erfahren, da hat wirklich irgendjemand einen Hundekot-Abfalleimer. Wisst ihr, was ich meine? Da, wo man diese Hundescheiße-Tüten reinschmeißt. Diesen Abfalleimer hat jemand gesprengt. Super. Der Abfalleimer war an Verkehrstafel, Wegweiser und so weiter festgemacht. Das ist jetzt hier. Der Hundekotbehälter ist hier. Ja. What the hell? Okay, ich kann's doch nicht wertneutral machen. Ein Abfalleimer sprengen ist erstens bescheuert, weil es gefährlich ist. Da kann man sich selber weh tun. Und zweitens kann man das einfach nicht mehr reparieren. Das ist einfach hier. Und ja, ich persönlich habe Erfahrungen auch mit einem Verkehrsunfall gemacht. Ich habe schon mal eins mit dem Auto über den Haufen gefahren, aus Versehen. Das kostet einen Haufen Geld. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was so ein blödes Verkehrsunfall kostet, wenn man das wieder aufstellen muss. Also, es ist keinem geholfen. Es hat keiner gelacht. Ein Trottel. Ho, ho, ho. So, und jetzt die neue Rubrik. Na servus, Herr Gemeinderat. Ich stelle euch heute zwei von meinen Gemeinderatskollegen vor. Heute kommen zwei dran, wie es unterschiedlicher nicht sein könnten. Und zwar der Köppelanderl und die Frau Dr. Irene Schulze-Strein. Und zwar habe ich mir Wortpaare überlegt und einer Aufgabe war es ganz spontan, was einer gerade so einfällt, zu dem Wortpaar zu antworten. Also lasst euch mal überraschen, was denen so eingefallen ist. Ja, Anderl, das erste ist Fernweh. Heimweh. Heimweh. Radlweg, Radlweg. Im Dorf braucht man einen Radlweg und an die Alma oft das Radlweg. Ehrenamt, umsonst arbeiten. Ehrenamt ist wichtig und umsonst arbeiten, das tut ja keiner bei uns. Whisky, Cola? Oh, nein, schlechte Erinnerung. Eigenheim, Mietwohnung? Eigenheim. Weinen, Schweigen. Ah, das ist jetzt schwierig. Schweigen ist Gold. Engagieren, Geschafteln. Lieber engagieren, Geschafteln der die anderen. Alt, jung. Gehört zusammen. Und jetzt noch ein Satz, den du schon überall zur Sammerberger Jugend sagen wolltest. Macht das Beste aus der schwierigen Zeit momentan. Die nächste ist die Irene. Grüß dich, was sagst jetzt du zu Fernweh, Heimweh? Fernweh habe ich im Sommer, wenn ich Urlaub möchte. Heimweh hatte ich mal, als ich lange in den USA gelebt habe. Ist aber schon länger her. Radlweg, Radlweg. Unbedingt Radlweg.
Ehrenamt, umsonst arbeiten. Umsonst arbeiten machen wir als Selbstständige wahrscheinlich oft. Ehrenamt ist super. Ehrenamt ist ganz hervorragend. Whisky, Cola? Tatsächlich lieber Whisky. Eigenheim, Mietwohnung? Kenne ich beides. Schon super Mietwohnungen gehabt, auch grausige. Jetzt ein Eigenheim, sehr schön. Weinen, schweigen. Ha. Ja, beim Weinen schweigt man. Engagieren, gschafteln. Engagieren. Alt, jung. Beides, ganz wichtig. Und jetzt noch ein Satz, den du schon überall zur Sommerberger Jugend sagen wolltest. Hey, engagiert euch! Und schon ist leider wieder vorbei, die Christmas Edition vom Sommerberg Podcast. Ich muss jetzt noch ein paar Apfel, Nuss und Mandelkern essen, aber nächstes Jahr seid ihr dann wieder dabei, oder? Ihr könnt aber in der Zwischenzeit gerne mal auf die www.sommerbergpodcast.de Homepage schauen. Da kann man mir eine E-Mail schreiben oder mitdiskutieren. Also rutscht's gut rüber ins nächste Jahr. Bis bald. Servus. Oh.